Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rammstein Special Edition von Rammstein. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und der Special Edition, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rammstein von Rammstein. Der Name ist Programm, also der Albumtitel wie auch die Band. Am 17.05.2019, also gestern, erschienen. Die Vinyl Edition habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die sogenannte Special Edition. Wir haben hier im DVD-Format, also im Hochformat, eine weiße Special Edition. Hier vorne haben wir auf dem Cover ein Streichholz abgebildet. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen. Auf der Seite haben wir das Logo von Rammstein und den dazugehörigen Schriftzug. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 11 Tracks an der Zahl. Wie man es von Rammstein Alben kennt, die haben ja so gut wie immer 11 Tracks. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier das Ganze aufklappbar. Bedeutet, wir haben hier die einzelnen Bandmitglieder abgebildet. Und zwar alle hier in dieser selben Ecke, in verschiedensten Posen, alle in schwarz-weiß. Also stehend, dann hier so sitzend, beziehungsweise ja, fast schon auf der Flucht, würde ich sagen. Ja, hier sieht es so aus, als würde gleich ein Rennen losgehen, als wäre hier irgendwie die Startposition eingenommen. Hier etwas nachdenklicher und hier dann der Abschluss mit Till. Ja, auf der Rückseite haben wir dann die CD und auch wieder ein Panoramabild. Hier haben wir eine Pfütze und vor dieser Pfütze stehen 6 verschiedene Stiefelpaare und dann in der Pfütze spiegeln sich die 6 Bandmitglieder. Sehr interessantes Motiv. Dann schauen wir mal einmal die CD an. Die ist in weiß gehalten und ist ganz schlicht nur oben das Rammstein-Logo. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auch die Rückseite hier weiß. Und dann haben wir noch, ja, da fällt es schon raus. Hier sehen wir es. Also hier ist so eine kleine Stecktasche und hier befindet sich dann das Booklet. So, dann schauen wir mal hinein. Auch hier haben wir wieder das Rammstein-Logo mit ganz vielen Streichhölzern. Also passend zum Albumtitel, also beziehungsweise zum Albumtitel sage ich schon, zum Albumcover, haben wir auch hier die Streichhölzer verarbeitet. Und hier gibt es auf der Rückseite nochmals die Tracklist. Und dann haben wir hier im Inneren die Lyrics. Also hier die einzelnen Tracks, hier dann auch durchnummeriert. Und hier hat man dann wirklich den gesamten Text. Hier kann man dann mitlesen oder mitsingen. Sehr schön gemacht. Gefällt mir immer gut, wenn man die Lyrics hier mit dabei hat. Wurde in diesem Fall hier sehr gut umgesetzt. So sieht das aus. Also das komplette Booklet hier in schwarz-weiß. Links immer Tracktitel plus eben die Lyrics. Auf der rechten Seite dann diese Nummerierung bzw. diese Symbolik aus Streichhölzern. Hier gibt es eine Doppelseite mit 6 Streichhölzern, die eventuell hier die 6 Bandmitglieder repräsentieren sollen. Was ich auch ganz spannend finde, worüber ich jetzt letztens nachgedacht habe, dass ja wirklich die Band schon sehr lange besteht und das ist echt eine absolute Ausnahmeerscheinung, ist meiner Meinung nach, dass eine Band, die so lange besteht, in ihrer Ursprungsformation bestehen ist. Also dass man wirklich von Anfang an die 6 Jungs hat und die bis heute allesamt zusammen sind. Also da wurde keiner ausgetauscht, keines dazugekommen, keines abgegangen. Es sind wirklich die gleichen 6 Herrschaften wie auch zur Gründung. So, und auf der letzten Doppelseite haben wir dann noch die Credits zum Album. Also hier können wir nachlesen, wer hier mitgewirkt hat, wer hier irgendwie an diesem Album, an diesem ganzen Prozess beteiligt war. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal die Credits. Ja, das war's soweit.
Es ist das 7. Album von Rammstein. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich in dieser Special Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD plus dieses Lyric Booklet. Dann haben wir hier im Innenleben eben noch diese 6 Aufnahmen der Bandmitglieder. Und dann auf der Rückseite noch dieses Panoramabild mit diesen Stiefeln bei der Pfütze. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Special Edition Rammstein von Rammstein. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Special Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rammstein unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.